Hallo, in diesem Teil möchte ich zur Syntax einer Regel etwas sagen. Na, wir haben immer einen Kopf bzw. Rumpf, also es sieht dann hier so aus. Na, wenn man Kopf richtig schreibt, wäre es natürlich noch besser. Also Rumpf und abschließend natürlich immer dieses Punktsymbol. Ja, so ein Beispiel wäre dann einfach A Doppelpunkt minus B Punkt und man liest das folgendermaßen: aus B folgt A. Ja, also stellen Sie sich das bitte so vor. Ich zeige das nochmal ein bisschen besser. Sie haben jetzt hier einmal diese Linie und verbinden diese beiden Punkte links zu einem Pfeil. Also der Pfeil sieht dann hier so aus. Ich zeichne ihn mal kurz hier. Zack, zack. Und in der Mitte dann quasi der Strich. Also rechts nach links sozusagen. Gut, ich hoffe, das war ein bisschen anschaulicher. Und hier ein kleines Beispiel. Hat Schulden bei. Also A soll Schulden bei B haben. Genau dann, wenn hat Geld geliehen an, und dann muss es hier natürlich genau umgekehrt sein. Also B hat Geld an A geliehen, dann hat A Schulden bei B. Eigentlich ganz klar. Und man kann auch noch hier mit einer Und-Verknüpfung das Ganze realisieren. Auch hier ein kleines Beispiel. Also Pech gehabt B ist dann wenn, und das kopiere ich jetzt am besten mal, damit ich nicht unnötig Schreibarbeit hier habe. Hier wieder BA und die Und-Verknüpfung wird realisiert durch ein Komma. Also hier ein Komma und einfach dann weiter verschwunden und groß A. Das kann man dann auch wieder so lesen, wenn B an A Geld verliehen hat und A ist verschwunden, dann hat B natürlich ein Pech gehabt, ist ganz klar, und geht leer aus. So, das Ganze kann man noch mit der Oder-Verknüpfung realisieren. Und auch dazu nochmal ein Beispiel. Jemand freut sich, in dem Fall B, wenn nicht Pech gehabt, B, also er selber, hat kein Pech gehabt, oder wird realisiert mit einem Semikolon. Ja, also wenn er nicht Pech gehabt hat oder im Lotto gewonnen hat. Ja, immer denken an diesen Punkt hinten. Das Ganze, also das letzte, kann man auch anders darstellen. Dazu kopiere ich das aber. Also die alternative Darstellung hiervon lautet dann folgendermaßen. Hier ein Punkt hin, das nach unten ausschneiden, also neue Zeile, das Ganze dann hier kopieren. So dass es am Ende dann so hier oder so ähnlich ausschaut. Na, ist eigentlich dasselbe. Hier also der Funktor freut sich und Stelligkeit 1. B freut sich, wenn er nicht Pech gehabt hat. B freut sich aber auch, wenn er im Lotto gewonnen hat. Kommen wir jetzt zu den Prädikaten. Alle Klauseln mit dem gleichen Funktor und derselben Stelligkeit bilden ein Prädikat. Ja, also diese Regel hier bildet das Prädikat freut sich slash 1. Schreibe ich auch nochmal hin. Das brauchen Sie für später. Freut sich slash 1. Und die 1 kennzeichnet einfach nur die Stelligkeit. Und die ist hier in diesem Fall 1. Ja, in diesem Video haben Sie also mehr über die Syntax einer Regel erfahren. Okay?